Ein neuer Tag in der Werkstatt. Heute nähern wir uns hoffentlich dem Ende, also zumindest was die Hochebene angeht. Und dafür beginnen wir jetzt mit dem Ausstemmen der Zapfenlöcher und mit dem Bohren der Löcher durch die Überplattungen. Beschriften ist immer eine gute Idee. Dann muss man nicht am Werkstück überlegen, was und wie. Indem ich die Schablone hier andersrum, also von unten nochmal ranmache, kann ich überprüfen, ob das Loch einigermaßen gerade geworden ist. Das habe ich bei den anderen Löchern auch schon mal überprüft und das sieht erstaunlich gut aus. Das heißt, trotz dass ich hier mit der Hand bohre, bekommt man das offensichtlich hin, da gerade durchzubohren. Ja, das sieht gut aus. Die Bohrungen für die Querbalken sind jetzt fertig. Und jetzt kommt der weniger schöne Teil, nämlich das Ausschlagen, Stemmen, Bohren der Zapfenlöcher. Und ich fürchte, dass das nicht ganz so schnell gehen wird wie jetzt diese Bohrungen. So, jetzt kommt dieses Helferlein hier zum Einsatz. Einmal drauf auf den Balken und für die Längsbalken müssen wir jetzt. Hier muss ich jetzt darauf achten, dass das Ganze die Unterseite der Balken ist. Und damit geht's jetzt los. Das ist jetzt mein erster Balken, der komplett fertig ist. Das heißt, ich habe die Überplattungen, ich habe die Bohrungen in den Überplattungen und ich habe die beiden Zapfenlöcher drin. Es wird langsam. Ich versuche jetzt, dieses falsch gebohrte Loch doch mit einem Forstnerbohrer nochmal durchzubohren. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich lasse mich überraschen. Mal schauen, ob ihr das jetzt sehen könnt. Also mit ganz viel Liebe hat es dann tatsächlich funktioniert, dass ich jetzt hier mit der Schablone bündig ein Loch nach unten habe. Das ist natürlich jetzt nicht perfekt und nicht ganz gerade, aber es hat erstaunlich gut funktioniert. So, damit wären die Längsbalken jetzt auch fertig. Das heißt, jetzt kommen die senkrechten Balken dran und am Ende die Kopfbänder. Das sind jetzt die ersten fünf Balken, also sprich für eine Seite der Hochebene, die senkrechten Stützen. Und was wir jetzt hier machen müssen, ist jeweils ein Loch oben rein und die Aussparung für die Zapfen ausstemmen. Und das machen wir jetzt. Was heißt wir? Ich mache das jetzt.
Der erste Kommentar des Forstnerbohrers: Längsholz ja, Stirnholz nein. Ich habe hier noch so einen Flachbohrer. Bis vor 2 Tagen habe ich da noch nie einen besessen. Ich habe keine Ahnung, ob und wie der funktioniert. Aber da sich es gerade mal anbietet und der Forstnerbohrer so ein bisschen seine Mitarbeit verweigert, schauen wir einfach mal, ob der das besser kann. Okay, also der ist wesentlich bereitwilliger als der Forstnerbohrer. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gut geht, aber wir sind jetzt immerhin schon 2 cm im Balken drin. Der Forstnerbohrer hatte das irgendwie, der wollte das nicht. Ich probiere mal ein bisschen weiter. Ich habe jetzt hier mal 17 cm so einen Holzdübel und hier hinten zum Beispiel dieses Loch, das ist so ungefähr, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, ich stecke den da rein, sind ungefähr 5 cm, ist mittig und gerade, alles ist schick. So geht es halt leider auch. Ja, das ist schade. Also es ist nutzbar. Ich muss halt jetzt schauen, dass ich das noch ein bisschen korrigiert bekomme. So wie es jetzt ist, wie ich jetzt halte, ist es auch mittig. Das heißt, es funktioniert. Aber schön ist anders. Das ist auch eher schräg. Also ich kann es jetzt zwar gerade drücken. Das wird ja der Balken, der dann hier oben drauf kommt, auch machen. Aber ich habe halt hier diesen Spalt. Da muss ich ja mal schauen, ob ich da vielleicht einen kleinen Keil reinschlage, damit das Ganze gerade bleibt. Das ist wieder ziemlich gut geworden. Und das letzte seht ihr jetzt nicht, aber das ist auch okay. Das Bohren mit dem Flachbohrer kann man also durchaus machen, wird aber sicherlich nicht meine Lieblingsbeschäftigung, zumal es echt schwierig ist, die Maschine wirklich gerade zu halten. Beim Forstnerbohrer, der macht ja mehr oder weniger von alleine gerade ins Holz rein. Ja, der Bohrer macht überall hin. Das heißt, die Maschine muss man richtig gut festhalten und das dann Ganze noch in Waage links, rechts, oben, unten, das ist schwierig. Jetzt mache ich erstmal noch die Zapfenlöcher für diese 5 Balken und dann kommen nochmal 5 Balken und dann sind wir mit den großen Balken fertig. Das sind jetzt die letzten 5 Löcher, die ich bohren muss und mal schauen, ob er sich weiterhin so dann doch recht gut schlägt. Wie man sehen kann, sind die letzten 5 Löcher jetzt gebohrt und auch wenn ich jetzt mit den Kopfbändern noch nicht weiter oder noch gar nicht erst angefangen habe und der Tag aber irgendwie schon wieder um ist und es schon wieder dunkler wird, werde ich jetzt mal versuchen, die ersten 3 Balken, also das hintere, die hinteren 3 Balken, Stützbalken, Querbalken drüber zusammenzubauen und schau mal, ob das Ganze ansatzweise funktioniert. So sehen die ersten 3 Balken jetzt aus, wenn sie dastehen, schon verbunden mit dem Rundstab. Und das Ganze hält erstmal, ist zwar noch ein bisschen wackelig, aber ist klar, ist ja jetzt auch nur so ein Element. Aber das werde ich jetzt also das nächste Mal verbinden.
Das Einzige, was jetzt noch aussteht, sind die Kopfbänder und wenn die fertig sind, dann kann ich das Ganze zusammenbauen. Wie man an der Bildqualität schon sieht, wird es wieder dunkler. Das heißt, ich mache jetzt auch erstmal wieder Feierabend und muss mir aber dringend etwas überlegen, wie ich die Halle hier beleuchte. Denn wenn die Hochebene drin ist, dann wird man von der Lampe, die da oben drüber ist, gar nichts mehr sehen, weil die dann quasi nur noch die Hochebene beleuchtet. Das heißt, ich muss mir hier auf jeden Fall irgendwas Sinnvolles einfallen lassen. Wahrscheinlich werden es LED-Panel. Mal sehen. Wieder ein neuer Tag in der Werkstatt und heute geht es um die Kopfbänder. Das heißt, die müssen erstmal geschnitten werden und dann die Zapfen entsprechend ausgearbeitet. Ich habe euch hier mal eine kleine Skizze mitgebracht und versucht das euch mal so grob zu erklären. Das ist also die Schnittfläche, die ich zuerst schneide. Und dann muss ich eben aus diesem Stück hier oben diesen Zapfen ausarbeiten. Und zwar ist das jetzt der gesamte Balken erstmal und hier oben ist sozusagen das Stück, was ich rausarbeiten muss, damit dann nur noch der Zapfen stehen bleibt. Der Zapfen ist 3 cm hoch und ist von den Seiten jeweils 3,3 cm entfernt, beziehungsweise hier ist er genau auf Kante mit dem Balken und hier sind es, ich glaube, 4,3, bin ich mir nicht ganz sicher, ergibt sich aber von allein, denn hier unten die Entfernung ist auch wieder 3,3. Auf der zweiten Skizze seht ihr jetzt mal einen Balken, wie ich mir eigentlich gedacht hatte, wie ich das Ganze schneide. Das heißt, ich hätte 5 Kopfbänder aus einem 3-Meter-Balken rausbekommen. Allerdings, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt genau seht, hier steht 299,4 cm in SketchUp geplant, die Länge, die man dafür bräuchte. Nur ist das so, dass da noch keine Schnitte dabei sind. Das heißt, am Ende würden mir ein paar Millimeter, vielleicht sogar ein Zentimeter irgendwie fehlen. Und deswegen, und weil ich genug Balken habe, werde ich das so machen, dass ich mir nur 4 Kopfbänder pro Balken rausschneide. Wie ihr auf dem Plan sehen könnt, ist die lange Seite eines Kopfbandes 80 cm und die kurze Seite, die also nach oben zeigt, ist 48 cm. Das sind jetzt die Maße inklusive Zapfen. Der geht natürlich nochmal ab, so dass der Balken am Ende ungefähr plus minus 60 cm dann insgesamt an Länge hat, ohne die Zapfen. Damit ich jetzt diese 3-Meter-Balken ein bisschen besser handeln kann, werde ich die erstmal in der Mitte kappen und dann aus den Hälften jeweils 2 Kopfbänder erstellen. Die Kappsäge kommt natürlich jetzt leider wieder nicht ganz durch den Balken durch. Es fehlt ungefähr noch so ein kleines Stück, aber dafür hat man ja eine Handsäge. Und das hat ganz gut funktioniert. So sieht der Schnitt jetzt aus. Also gerade, hier ist ein bisschen irgendwas, aber ich denke, das passt so. Das heißt, ich schneide jetzt die anderen Kopfbänder zu. Die Kopfbänder sind erstmal fertig zugesägt und jetzt geht es mit den Zapfen weiter. Bevor ich jetzt mit den Zapfen beginne, räume ich erstmal ein bisschen das ganze Chaos auf und versuche alles jetzt ein bisschen an die Seite zu räumen, sodass ich wieder mal ein bisschen mehr Platz habe. Weil momentan ist der gesamte Fußboden gefühlt schon wieder komplett gefüllt. Es ändert sich natürlich schlagartig, sobald ich die Hochebene aufbaue, weil die ganzen Balken dann verschwinden. Ich hoffe, es ist bald soweit.
So, jetzt ist wieder ein bisschen mehr Platz oder zumindest ein bisschen mehr Ordnung in dem Ganzen. Und jetzt geht's weiter mit den Zapfen. Das war jetzt die eine Seite. Jetzt baue ich das um für die andere Seite, für den anderen Winkel. Und dann können wir schon die Zapfen ausschlagen. Zumindest links und rechts. Wie wir den Rest dann machen, das schauen wir uns an, wenn es soweit ist. Bevor wir die anderen Kopfbänder jetzt alle einsägen, werde ich erstmal einen Prototypen fertig machen, damit wir da schon mal sehen können, was wir alles falsch gemacht haben. Und dann machen wir den Rest. So, jetzt sieht das Ergebnis so aus. Wir haben also den Mittelsteg jetzt stehen und jetzt müssen wir hier noch jeweils ein Stück reingehen, damit dann hier in der Mitte der Zapfen stehen bleibt. Ich habe mir jetzt hier die Skizze nochmal zur Hilfe genommen, damit ich nichts Falsches absäge. Und wir müssen jetzt von der Kante 3 cm in den Balken rein, also eigentlich 3,3. Ich mache es ein bisschen knapper. Abstemmen kann man immer noch. Dazu sägen ist immer schwierig. Mein erster Zapfen, nicht schön, aber selten. Mal schauen, ob die anderen ein bisschen besser werden. Aber so für den Prototyp, der sieht mir fast noch ein bisschen breit aus. Ist aber normal, weil ich es ja wie gesagt auf 3 cm geschnitten habe, damit ich zur Not noch ein bisschen Reserve habe. Aber ansonsten sieht er schon so aus, wie er prinzipiell aussehen soll. Was natürlich jetzt auch noch spannend wird, ob der Zapfen jetzt in die Zapfenlöcher passt. Aber ich glaube, ich werde den erstmal hier an der Seite noch ein ganz klein bisschen bearbeiten, weil der hier an der Seite einfach konisch nach oben breiter wird. So, jetzt haben wir hier ein Zapfenloch. Da ist unser erster Zapfen. Wir halten den erstmal ran. Von der Länge her. Ist ein ganz kleines Müh zu lang. Millimeter. Geht nicht ganz rein. Moment, ich versuche es mal einzufangen. Ja, genau. Also ein kleines Stück, minimal ist er zu lang. Könnte daran liegen, dass ich zum Beispiel hier, sieht man das? Ja, nicht wirklich im rechten Winkel gesägt habe, sondern das ist hier oben ein Stück weiter vorne und geht dann so schräg nach hinten runter. Aber egal, das stemme ich schnell weg. Aber mich würde schon mal die Breite interessieren. Jetzt muss ich mal schauen, dass ihr das auch seht. Okay. Also an der Ecke, hier geht er rein, hier vorne will er nicht ganz, aber das ist minimal, ist auch hier minimal auf der Seite zu dick, das heißt hier ein kleines Stück wegnehmen, hier ein kleines Stück wegnehmen und dann treffen wir uns wieder hier. So, jetzt ist der Zapfen nachbearbeitet, ich habe auch hier die Seiten nochmal ein bisschen geglättet und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Okay, geht besser. Okay, das sieht gut aus. Jetzt habe ich den zweiten Zapfen fertig und ich werde jetzt gleich mal probieren, das Ganze in meine bereits vorhandenen Balken da hinten schon mal einzubinden und mal schauen, ob das einigermaßen passt. Also so richtig schön ist es nicht, aber wir gucken mal, ob man es überreden kann.
Das sieht gut aus. Also von unten sieht es jetzt nicht wirklich gut aus. Vor allen Dingen die untere Verbindung, da ist halt ein ziemlich großer Spalt drin. Das ist natürlich sehr unschön. Für das erste Kopfband ist das jetzt erstmal okay. Ich überlege jetzt so ein bisschen, wie ich weitermache, ob ich jetzt trotzdem erstmal die anderen Kopfbänder wie gehabt herstelle. Weil man muss fairerweise dazu sagen, bei diesem Kopfband ist halt unten die Fläche wirklich nicht gerade plan geworden. Da habe ich mich ein bisschen versägt mit der Handsäge. Ich denke, ich werde jetzt nochmal versuchen, ein Kopfband ein bisschen präziser zu machen. Und dann probiere ich das nochmal aus. Wie man an den Lichtverhältnissen wahrscheinlich sieht, ist es schon wieder dunkel geworden oder zumindest dämmerig. Und ja, meine Neonröhre hier ist nicht die optimale Videobeleuchtung. Auch das wird sich ändern, aber erst muss die Hochebene stehen. Ich habe jetzt das nächste Kopfband gefertigt mit zwei Zapfen. Und das hat an sich eigentlich ganz gut funktioniert und sieht auch ja, den Verhältnissen nach ganz gut aus. Die große Frage ist, ob es reinpasst. Das probiere ich jetzt. Die zweite Seite ist jetzt wesentlich besser gelungen, auch wenn ich ein bisschen nacharbeiten musste. Aber das ist alles relativ bündig. Auf der rechten Seite, da habe ich einfach zu viel von dem Zapfen abgeschnitten, weshalb der jetzt so ein bisschen runterhängt und dieser große Spalt da, also da dieser große Spalt, weil der Zapfen einfach sozusagen nicht mehr lang genug ist und der Balken dadurch ein Stück runtersackt. Aber da werde ich einfach ein kleines Stück Holz in das Zapfenloch einlegen. Und dann sollte sich das eigentlich wieder geben. Das heißt, so grob funktioniert das Ganze. Ist halt nur ein bisschen Erfahrung, die man machen muss und ein bisschen Übung, die man da drin haben muss. Aber ich finde, dafür, dass ich das erste Mal gemacht habe, bin ich damit zufrieden. Und dann kann es jetzt weitergehen. Hier seht ihr jetzt nochmal die bessere von den beiden Seiten. Das scheint alles einigermaßen bündig zu sein. Und auf der anderen Seite, das zeige ich euch jetzt auch nochmal, da habe ich von diesem Zapfen auf der Seite einfach zu viel abgenommen. Das heißt, wenn der weiter dran wäre, ist jetzt mit einer Hand ein bisschen schwierig, aber dann wäre der Spalt hier an der Seite auf jeden Fall nicht so groß, auch wenn das Ganze natürlich noch nicht optimal ist. Wieder zurück in der Werkstatt bin ich immer noch dabei, die Kopfbänder herzustellen. Das ist das fünfte fertige Kopfband, das heißt, die Hälfte habe ich geschafft. Das sieht jetzt mittlerweile besser aus als mein erster Versuch. Die Fläche ist wesentlich gerader. Sieht man das von der Seite? Ja, genau, irgendwie so. Immer noch nicht perfekt, aber es wird langsam. Beim zehnten sollte es dann passen, super. Genau, aber was ich jetzt schon mache, ich werde jetzt das vordere Element der Hochebene aufstellen und mal schauen, ob ich das irgendwie stabilisieren kann, dass die Balken stehen, dann kommt der Querbalken drauf und dann kommen auch schon die beiden Längsbalken von vorn nach hinten mit drauf, so dass das Grundgerüst dann schon mal steht und das ist mein Ziel für die nächste halbe Stunde. Und ihr seid live dabei. Nein, nicht live, aber ihr seid dabei. Bis gleich. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier die Balken bereits aufgestellt. Das liegt einfach daran, dass die Kamera wieder nicht so wollte wie ich. Und ich denke, ich werde das jetzt hier einfach dafür nachvertonen und ein bisschen was dazu erzählen. Zuerst musste ich von dem linken Balken unten noch ein bisschen ausfräsen, denn an der Stelle, wo der Balken steht, ist unten ein Metallverbinder, der den waagerechten Balken auf dem Fußboden mit dem senkrechten Balken verbindet. Und damit ich meinen Balken jetzt direkt an den senkrechten Balken anstellen kann, musste ich dort unten mit der Fräse eine kleine Aussparung machen, damit die beiden Balken direkt aufeinander passen. Wie ihr sehen könnt, habe ich die beiden Balken links und rechts nur mit einer Schraubzwinge befestigt und habe dann den Querbalken oben draufgelegt, allerdings mit der Überplattung nach unten, was dazu führt, dass ich den jetzt drehen muss, was auf diesen kleinen 10x10 Flächen da oben etwas heikel ist und der Balken auch nicht direkt leicht ist. Deswegen dauert das jetzt hier etwas länger und ich tue mir damit etwas schwer, aber es hat am Ende funktioniert. Die Anpassung der Kopfbänder, die dauert ganz schön.
Mal schauen, wie viel davon ich euch als Zeitraffer einbinde. Aber ich werke jetzt schon die ganze Zeit und die Zapfen werden immer schmaler und trotzdem so richtig glücklich bin ich da noch nicht. Aber das wird. So, jetzt sind hiervon auch die beiden Kopfbänder drin. Wie immer, nicht perfekt, aber jetzt ist es zumindest so weit, dass man es von Weitem einigermaßen sich angucken kann. Aber so bleibt es jetzt erstmal und ich versuche jetzt mal eine Möglichkeit zu finden, diese 4 Meter Balken links und rechts auf die Stützen zu bekommen. So, der erste Längsbalken ist jetzt drin, wie ihr sehen konntet. Das ging im Prinzip auch ganz gut. So, wie ihr sehen könnt, steht das Ganze jetzt, also zumindest die vier Ecken und die Längsbalken sind auch eingesetzt. Hinten war die Passgenauigkeit, geht so, aber ansonsten passt das schon soweit. Das einzige Problem, was es jetzt noch gibt, ist, dass die Längsträger hinten jeweils ungefähr 1 cm zu hoch stehen und sich auch mit meinem Holzhammer nicht überreden lassen, weiter runter zu gehen. Ich werde hier mal größeres Gerät anfahren und das Ganze nochmal probieren. Aber selbst wenn das nicht gehen sollte, dann lege ich einfach auf die hinteren Querbalken eine 1 cm hohe Latte und dann sollte das wieder passen. Jetzt überlege ich mir erstmal, was ich als nächstes mache.
wahrscheinlich noch ein paar Kopfbänder. So, der nächste Zapfen ist wieder relativ gerade. Der Zapfen an sich sieht auch gut aus, noch, aber so richtig passen tun die Zapfen halt dann leider nicht. Ich bin mir noch nicht genau sicher, woran das liegt, was ich da falsch gemacht habe. Also die Zapfen passen schon in das Loch rein, in das Zapfenloch, aber das ganze Konstrukt funktioniert nicht, so dass ich meistens von dem Zapfen hier ein Stück noch abschneiden muss, damit der Zapfen dann ein Stück, also wenn er so drin ist, muss ich hier unten ein Stück abschneiden, damit der Balken quasi ein Stück nach unten rutscht und dann passt das oben. Ich muss mal in mich gehen und in meine Zeichnung und mir mal überlegen, wo der Fehler ist. Ich habe es noch nicht ganz so verstanden. Oder es liegt einfach wirklich an einer allgemeinen Ungenauigkeit. Das kann ich mir bei mir sehr gut vorstellen. Es wird langsam schon dunkel, das heißt, mein Arbeitstag hier ist soweit zu Ende. Die Kopfbänder sind weitestgehend fertig. Vielleicht mache ich die jetzt auch noch schnell zu Ende und dann war es das für heute. Das nächste Mal, wenn ich hier bin, wird dann das Gerüst fertiggestellt. Das heißt, da kommen die anderen Querbalken und Stützen dann noch mit ran und werden verbunden. Und dann ist das ganze Gerüst soweit erstmal fertig und diese zweite Folge des Hochebenenbaus damit abgeschlossen. Ein neuer Tag in der Garage, auch wenn das jetzt ein relativ kurzer Tag wird, denn es dämmert schon. Aber das macht nichts. Ich möchte heute mit der Hochebene, also zumindest mit dem Gestell, komplett fertig werden. Und es fehlen ja auch jetzt eigentlich nur noch die drei Querbalken bzw. die senkrechten Balken dazu. Und das werde ich jetzt angehen. Ich bin immer noch dabei, die Balken anzubringen, das heißt die drei Mittelbalken und die jeweiligen Stützen. Das ist leider etwas langwieriger, als ich gedacht hatte. Zum einen hatte ich mir nicht wirklich einen Plan gemacht, wie genau ich das dann zusammenbaue. Das ist nämlich gar nicht so schwierig, dadurch, dass die Überplattungen nach unten gehen, was ich im Prinzip so wollte und das auch immer noch so will. Aber das macht das Zusammenbauen natürlich etwas komplizierter, als wenn die Überplattung oben wäre und ich könnte die Balken einfach reinlegen. Und der zweite Punkt ist die Passgenauigkeit. Ich habe also immer das Problem, dass es hier ein Millimeter, da ein Millimeter oder auch mal ein bisschen mehr als ein Millimeter fehlen oder zu viel sind. Und ich muss halt immer die Leiter wieder hoch und runter und das immer wieder anpassen. Und das ist mit den großen Balken jetzt auch nicht so ganz lustig unbedingt. Aber ich denke trotzdem, dass ich zeitnah damit fertig werde.
Hoffen wir das mal. Zieht sich nach wie vor. Es gibt immer wieder kleine Stellen, wo irgendwas nicht passt, wo nachgearbeitet werden muss, und das raubt ziemlich viel Zeit. Ich habe jetzt aber hier an der zweiten Verstrebung das soweit fertig und bin jetzt gerade dabei, den Dübel einzuschlagen. Und auch dabei ist es natürlich nicht so, dass der in seinem vollen Umfang da perfekt reinkleidet, wie das in irgendeinem Planungstool eventuell vorgesehen wäre, sondern ich habe die jetzt alle ein bisschen angespitzt vorne. Wie ihr hier oben sehen könnt, habe ich in die Kopfbänder vorne und hinten einen Balken reingelegt. Das ist das 4 Meter Reststück, was ich noch übrig hatte, 10 x 10 cm. Und das ist jetzt meine Ablage für die Querbalken. Dann kann ich die dort erstmal ablegen, hebe sie dann drüben hoch, mache sie drüben fest und kann dann auf der Seite die letzten 10 cm noch hochheben. Genau, das ist eine ganz gute Möglichkeit, das jetzt relativ gefahrenlos und ohne die Balken permanent irgendwie halten zu müssen, zu fixieren. Das passt so ganz gut. Mittlerweile bin ich über zwei Stunden damit beschäftigt, das alles zusammenzubauen, also sprich eigentlich nur die drei mittleren Segmente, und das alles anzupassen. Und das ist wesentlich herausfordernder, als ich mir das ursprünglich so vorgestellt hatte, weil alles eben genau nicht passt. Also es fehlt immer ein Millimeter, zwei Millimeter, oder es ist eine Lücke, die da nicht hingehört. Ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Das führt unter anderem dazu, dass ich dann von den Balken, von den senkrechten Balken, halt zum Beispiel so eine Streifen hier abschneiden muss, damit es irgendwie einigermaßen reinpasst. Und mit den Kopfbändern habe ich mir definitiv keinen Gefallen getan. In der Theorie klingt das total schön. In der Praxis ist es extrem schwer, zumindest wenn man das so macht, wie ich das mache, das ordentlich zusammenzubauen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass alles gerade ist und alles passt. Ist nicht umsonst ein Handwerk, was man lernen muss. Irgendwann, wenn ich in 10 Jahren mal wieder eine Hochebene baue, dann kann ich es vielleicht besser. Hier ist es jetzt vor allen Dingen eben in diesen mittleren drei Bereichen umso schwieriger, weil ich den oberen Balken nicht mehr hochheben kann, um den Zapfen da richtig reinzusetzen. Vielleicht ist auch die Gesamtplanung nicht ganz perfekt gewesen, aber da muss ich jetzt durch. Das war meine Idee und so setze ich sie jetzt um. Ich bin gespannt, wie und wann das Ganze endet. Ich bin am Überlegen, ob ich das Kopfband bei der zweiten und vierten Stütze weglasse, um mir einfach ein bisschen Arbeit zu ersparen. Oder ich schraube es halt doch einfach, dann ist die Sache auch erledigt. Hat ja vielleicht auch eine Funktion, wobei ich festgestellt habe, dass das Ganze auch selbst ohne die Kopfbänder so massiv ist und so fest ist, dass man die wahrscheinlich hätte gar nicht gebraucht. Ist jetzt so. Die vier äußeren Kopfbänder haben ja auch verhältnismäßig gut geklappt. Hier drin ist jetzt einfach ein Konstruktionsfehler meinerseits.
dass ich die oberen Balken nicht mehr hochheben kann, um die Zapfen einzubinden, und die senkrechten kann ich nur minimal nach außen bewegen, um dort den Zapfen anzupassen. Das heißt, eigentlich hätte ich diese Tore, nenne ich es jetzt mal, mit Zapfen auf dem Fußboden fertig machen müssen und dann aufstellen müssen. Allerdings hätte ich das alleine nicht hinbekommen, weil die einfach zu schwer sind und 3 Meter ganz schön hoch sind. Ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt, aber das ist schon eine ganz schöne Höhe. Und das sorgt einfach dafür, dass ich das auf diese Weise zusammengebaut habe. Ich habe auch überhaupt gar keine Bedenken, dass das nicht hält. Der einzige Punkt, der mich halt auch stört, ist, dass es halt nicht wirklich gut aussieht, wenn man genau hinguckt. Deswegen werde ich euch das auch nicht genau zeigen, sondern immer schön aus der Ferne filmen. Nein, Quatsch. Also ich werde vielleicht auch das eine oder andere Problem zeigen, was da noch existiert. Aber jetzt bin ich erstmal damit beschäftigt, das noch so weit fertig zu machen, dass erstmal dann im nächsten Video auch ein Boden auf die Hochebene drauf kann. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ist die Hochebene bzw. das Gerüst der Hochebene jetzt fertig. Wie ihr auch sehen könnt, fehlt jetzt bei den mittleren Pfosten jeweils das Kopfband. Das werde ich wahrscheinlich auch weglassen. Das Anbringen der Kopfbänder wäre jetzt so kompliziert, dass ich den Mehrwert nicht sehe, zumal das Konstrukt komplett stabil ist. Ich kann daran rütteln, kann mich ranhängen, das Ding steht. Und deswegen werde ich die Kopfbänder sehr wahrscheinlich einfach weglassen. Das erspart mir jetzt jede Menge Mühe. Ich bin zufrieden, dass die an den äußeren Balken die Kopfbänder dran sind. Die vorderen zum Beispiel sehen auch relativ gut aus. Das heißt, das Prinzip funktioniert. Ich habe nur, wie vorhin schon gesagt, ein generelles Problem, dass ich keine Möglichkeit mir gelassen habe, beim Plan diese Kopfbänder auch sinnvoll einzubringen. Denn ich kann die Balken, wie schon gesagt, nicht nach oben heben, die Querbalken, und die Längsbalken kann ich nicht nach außen weg. Das macht jetzt auch keinen Sinn, wenn ich die da jetzt rantacke und sage, hey, super toll, alles ist schön. Sondern ich will das ja auch einigermaßen echt rüberbringen. Und da jetzt diese Kopfbänder reinzubringen, das sehe ich jetzt gerade momentan keinen wirklich sinnvollen Weg. Zumal das Ganze auch seine guten Seiten hat, was ich jetzt kurz erzähle, wenn ich euch das Ganze aus der Nähe zeige. Hier seht ihr jetzt die ganze Konstruktion nochmal komplett. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran. Und auch hier seht ihr gleich, wenn ich jetzt auf das Kopfband ziele und die Kamera es vielleicht auch scharf stellt, dass das eben nicht perfekt passt. Aber es ist unter Last, das heißt, es wackelt nicht mehr drin rum und erfüllt seinen Zweck, das Ganze zu stabilisieren. Das passt für mich so also. Bei den anderen, wie gesagt, werde ich da jetzt sehr wahrscheinlich drauf verzichten. Hinten, die beiden passen mittlerweile auch ganz gut, auch wenn es nicht wirklich schön aussieht. Wie ihr jetzt hier vorne sehen könnt, schauen die Holzstübel hier noch ein ganzes Stück weiter raus, auch auf der anderen Seite. Weil ich hier eventuell noch Pfosten aufsetzen möchte, um ein Geländer da oben zu bauen. Ich weiß nicht, inwieweit das wirklich sinnvoll ist. Bei den anderen Verbindungen sieht das jetzt entsprechend so aus, dass das Kopfband hier fehlt. Und mein Gedanke dazu, warum das vielleicht gar nicht das Allerschlechteste ist, dass die Kopfbänder hier nicht drin sind, ist, dass ich das Ganze ja mit Plattenmaterial verkleiden möchte, weil dort meine Werkzeugwand wahrscheinlich ran soll. Das heißt, ich werde hier Platten anbringen, um wahrscheinlich eine French Cleat Wand zu erstellen. Und somit habe ich hier die Möglichkeit, das Ganze bis hoch mit Plattenmaterial zu schließen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Multiplex nehme oder USB-Platten nehme. Für die Decke obendrauf werde ich auf jeden Fall USB nehmen, aber für die Werkzeugwand könnte ich mir auch Multiplex vorstellen, das muss ich mir noch überlegen. Und diese Platten könnte ich dann quasi von oben bis ungefähr 1 Meter über den Boden anbringen. Und unten werde ich das Ganze auf jeden Fall offen lassen. Auf der Seite, das ist jetzt also vom Tor aus, wenn man reinkommt, gesehen links, werde ich wahrscheinlich meine Werkbank hinbauen. Die wird zwar prinzipiell mobil bzw. modular sein, das ist zumindest der Plan, aber ich werde trotzdem einen festen Standort haben, wo die Werkbank überwiegend steht, und das wird halt wahrscheinlich hier auf dieser Seite sein. Was ich mit dem Rest mache, also wie ich die Werkstatt komplett einrichte, da habe ich bisher noch mehrere Versionen und bin mir noch nicht ganz sicher, welche ich davon nutze. Was auf jeden Fall im nächsten Video passiert ist, dass die Hochebene einen Boden bekommt. Das heißt, man wird dann wahrscheinlich von dieser schönen Lampe, Neonröhre, auch nichts mehr sehen, denn die ist ja direkt über der Hochebene. Und sobald die Hochebene drauf ist, wird es dann hier unten LED-Panels geben. Das heißt, die Fläche unter der Hochebene
wird dann gut ausgeleuchtet sein. Und ich überlege mir auch noch, ob ich hier vorne noch mir irgendein kleines Konstrukt baue, damit ich auch im vorderen Bereich, wenn ich dort mal was mache, entsprechend das Ganze einigermaßen ausgeleuchtet habe. Wie ihr an meiner roten Nase sehen könnt, ist es nochmal ziemlich kalt geworden und es ist mittlerweile auch schon ziemlich spät. Aber ich bin sehr froh, dass die Hochebene jetzt fertig ist und ich das Kapitel soweit erstmal abschließen kann, beziehungsweise es kommt natürlich noch der Boden drauf und es wird auch noch einige andere Projekte geben. Zum Beispiel brauche ich ja noch irgendwie einen Weg, um da hochzukommen. Dafür werde ich wahrscheinlich eine Leiter bauen und es wird auch noch einige andere Projekte rund um die Hochebene geben, beziehungsweise dann natürlich auch erst einmal die Werkbank und ähnliches, Regale, damit ich mein ganzes Zeug irgendwie sinnvoll verstauen kann. Mich würde interessieren, wie ihr das Projekt findet und was ihr vielleicht anders gemacht hättet. Wenn euch dazu irgendwas einfällt, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare rein. Und mich würde auch interessieren, wie ihr das Video an sich fandet und was ich auch da anders machen könnte. Zwei konkrete Fragen wären: Was sagt ihr zu der Musik, die überwiegend im Zeitraffer gespielt wird? Zu laut, zu nervig? Sagt mal was dazu. Und auch zweitens die Frage: Sind es zu viel Zeitraffer oder hättet ihr gern mehr Zeitraffer und würdet mehr sehen? Oder wollt ihr mehr Details haben? Wenn euch dazu irgendwas einfällt, dann schreibt es mir bitte auch mal in die Kommentare, damit ich die Videos natürlich besser machen kann. Das soll es von mir heute gewesen sein und wir sehen uns nächsten Samstag im nächsten Video. Bis dahin, benehmt euch und ciao!